Mallorca 2023. Wie empfindest du das gerade und was macht das mit dir? Ja, wir haben viele offene Fragen und Themen gehabt, viele Ängste und Unsicherheiten, die wir nicht überwinden konnten und haben Unterstützung gesucht. Da hat es irgendwie Klick gemacht, weil ich war so im Hamsterrad gefangen. Zu viel Arbeit rund um die Uhr, nur Brandherde löschen den ganzen Tag. Ich habe mich zu früh zu sicher gefühlt und habe nicht auf die Punkte geachtet, auf so die Basics und habe mich zu schnell ablenken lassen. Man hat einfach ein unglaublich gutes Netzwerk an anderen richtig, richtig guten Unternehmer. Also auch einfach mal mit Gleichgesinnten auf Augenhöhe austauschen. So, kommt mal bitte hier, Männer, kommt mal bitte her. Meine Sichtweisen haben sich geändert. Ich habe mit Personen andere Umgangsformen gefunden, betrachte Situationen neutraler, weniger emotional. Was macht einen guten Unternehmer aus deiner Sicht aus? Einen guten Unternehmer? Klarheit, Prozesse, Veränderungswille. Also den Wille unbedingt, etwas zu verändern, was zu verbessern, anders zu sein. Was hat sich für dich verändert? Diese Klarheit, diesen Veränderungsprozess, den wir angestoßen haben, nochmal klarer zu haben, klarer vor Augen zu haben. Die Veränderung ist, dass man ein anderes Ziel hat. Also man hat nicht mehr das Ziel, ich mache jetzt einfach nur den Immobilienmakler, sondern ich will ein Unternehmen daraus aufbauen, möchte es größer machen, ich möchte nicht mehr alles selber machen, ich möchte viele Mitarbeiter einstellen. Das ist definitiv gelungen. Also wir haben in diesem Jahr eine weitere Mitarbeiterin eingestellt und haben also wirklich viele Steine ins Rollen gebracht, die uns jetzt auch den Erfolg bringen. Also es motiviert mich definitiv, auch die Bestätigung zu bekommen, dass man schon vieles richtig gemacht hat, aber noch mal ein Stück weit mehr Klarheit zu bekommen. Das ist, glaube ich, das, was bei uns sehr wichtig ist. Was für mich am wichtigsten ist, ist, also jetzt aufs Coaching auch bezogen, einen Sparringspartner zu haben. Also ich weiß, egal welches Hindernis auch kommen mag, ich habe jemanden an meiner Seite, der hat das alles schon mal erlebt, den kann ich fragen. Egal, ob es jetzt aufs Unternehmen, auf den Immobilienverkauf, du hast das alles auch schon mal miterlebt. Du sagst ja auch selber, du hast auch jeden Fehler schon einmal gemacht. Ich kann mich mit dir darüber austauschen und bekomme zu jedem Thema Meinung und Hilfe, Unterstützung. Das gibt einem Sicherheit, das merken natürlich auch die Kunden, das merken die Mitarbeiter. Das wirkt sich auf praktisch alle Felder aus. 1, 2, 3. Geile Stimmung, war eine super Zeit hier mit Bosbach. Unglaublich tolle Veranstaltung, gute Gruppe Leute, toller Austausch, wunderbare Tage. Und was sind deine Ziele, so deine nächsten Ziele für, sagen wir mal, die nächsten Monate, fürs nächste Jahr? Als Makler bzw. als Unternehmer, das, was wir jetzt machen, noch zu verfestigen, also die Prozesse noch mehr zu implementieren und ja, im Prinzip die Mitarbeiter auf Flughöhe zu bringen, die wir jetzt angestellt haben. Wir sind jetzt wirklich so in der Phase, wo jetzt auch die Abschlüsse der Maklerverträge Stück für Stück zunimmt und insgesamt sind wir jetzt auf einem richtig guten Weg. Mir ist bewusst geworden, dass ich mein Unternehmen aufs nächste Level bringen möchte. Mitarbeiter gehören dazu, Struktur gehört dazu, Leitfäden und vor allen Dingen Dinge kontrolliert abzuarbeiten. Was waren so für dich in den letzten Monaten so eine der entscheidenden Erkenntnisse und Veränderungen, die du gemacht hast? Ja, die entscheidendste war im Prinzip weg von Freiberuflern hin zu festangestellten Maklern. Also wirklich zu Mitarbeitern, die auf ihren Posten sitzen, wo sie am stärksten sind
weil damit letztlich dann für unsere Kunden auch das beste Ergebnis rauskommt. Ne? Also nicht so diesen, der alles kann, suchen, sondern wirklich den, der in seinem Gebiet zum Beispiel verkauft, dann der Beste wird. Ne? Ich möchte es größer machen, ich möchte nicht mehr alles selber machen, ich möchte Mitarbeiter einstellen, ich möchte viele Mitarbeiter einstellen, um das auf viele Beine zu stellen. Was ich auf keinen Fall machen würde, wäre, wenn ein Thema anfängt gut zu laufen, dann würde ich hier auf jeden Fall darauf achten, da drauf zu bleiben und wirklich absolute Stabilität in den Bereich reinzukriegen und nicht den Fokus von den Dingen wegzunehmen, die wirklich funktionieren und die mich an den Punkt gebracht haben, wo ich schon mal war. Okay, lassen wir mal über den Erfolg sprechen. Was konkret ist der Erfolg? Durch die zusätzlichen Mitarbeiter sind wir natürlich in der Lage, einfach mehr Objekte abzuarbeiten. Wir haben jetzt das größte Neubauprojekt in Düsseldorf akquirieren können, was wir natürlich auch nicht machen könnten, wenn wir Einzelkämpfer wären. Wenn es so weiterläuft, werden wir den Vorjahresumsatz mit Sicherheit verdoppeln können. Arbeiten jetzt auch daran noch weiter, dass es noch mehr Mitarbeiter werden, dass wir uns mehr auf unsere Unternehmerrolle konzentrieren können. Und es hat jetzt angefangen, dass wirklich die Akquisition besser läuft. Der Inflow an Objekten nimmt zu. Die Stückzahl von jeglichen Erstterminen mit Eigentümern nimmt zu. Ich weiß, dass es aufwärts geht und dass ich durch mehr Mitarbeiter, die qualifiziert sind und die ich dann ordentlich ans Business heranführe, mehr Freiheiten kriege. Persönlich, für mich und für meine Familie. Immer besser werden. Also weitermachen, weiter an dem Unternehmen, an uns als Unternehmer arbeiten, deine Tipps befolgen, also auch wirklich nichts in Frage stellen, sondern einfach machen, machen, machen. Also kann man sagen, ist das beste Geschäftsjahr eures Unternehmens? Das kann man so sagen, ja. Viel Erfolg dabei. Danke. Bist du soweit? Ich war diesmal das erste Mal mit dabei und ich freue mich jetzt schon auf die Wiederholung im nächsten Jahr. Mega bereichernd, wie immer. Ich bin eigentlich sprachlos, ich bin voller Energie und Tatendrang. Unendlich viele Erkenntnisse, geile Community und einfach eine richtig coole, wertvolle Zeit mit dem Heinz und all den Leuten hier. Super cool, ich komme nächstes Jahr wieder. Sehr viele neue Einblicke und wirklich toll. Absolut inspirierend. Es war ein absoluter Gamechanger, bin absolut zufrieden. Ich fand es genial, es hat mir unheimlich viel Klarheit gebracht, genau deswegen war ich auch hier. Absolute Bereicherung. Unvorstellbar. War eine mega geile Zeit hier. Ja. Es war mega geil. Überraschend und sehr erhellend. Es geht so tief, das ist so deutlich, so intensiv. Es waren vier wunderschöne Tage. Ich würde sagen, die Tage sind für mich unbezahlbar gewesen. Vielen lieben Dank an Heinz Boswar und das gesamte Team, der uns das Ganze ermöglicht hat. Vielen Dank an alle. Es war ein super tolles Erlebnis. Ihr habt das mega gut gemacht und beim nächsten Mal gern wieder. Danke. Jederzeit wieder. Maßlos übertroffen. Definitiv. Ich freue mich jetzt schon auf nächstes Jahr. Nächstes Jahr bin ich wieder dabei. Ja, definitiv werde ich nochmal mitkommen. Jederzeit wieder. Jederzeit. Auf jeden Fall. Ich darf mich bedanken bei euch. Vielen Dank.